So, ihr Lieben, hier bin ich noch einmal, denn ich habe mal überlegt, wenn man abends nach Hause kommt von der Arbeit, hat man ja auch manchmal einfach Lust auf ein Goodie Schmier. So, dann hat man ja oft immer das Problem, wenn man denkt, oh nee, Kohlehydrate, ne, ist ja eigentlich nicht gut, nur 6 Uhr nichts mehr esse und wenn ich schon jetzt ein Schmier esse, dann esse ich ja nochmal Kohlehydrate und deswegen, weil ich euch ja jetzt so schöne, ja, sag ich mal, gesunde Rezepte. Ich habe übrigens diesmal gar nichts mit Fleisch gemacht. Ich weiß gar nicht, ob euch das aufgefallen ist. Ich habe eine komplette vegetarische Tupperparty gekocht. Nee, stimmt nicht. Es dürfte Fleisch im der Zwiebelkäse. War doch ein ganz klein bisschen Fleisch. Aber sonst mache ich ja auch, sag ich mal, wenn ich in der Ultra koche oder so, auch oft mal Fleischrezepte. Aber ich habe gedacht, backe jetzt noch zum Abschluss ein richtig schönes Brot, denn viele haben ja eine Kasten-Ultra zu Hause und so ein Eiweißbrot, wenn wir mal ehrlich sind, kostet ja beim Bäcker mittlerweile richtig viel Geld. Und was braucht ihr nur dazu? Also ihr braucht eine Ultra, ob das jetzt eine runde ist oder eine eckige. Ich backe halt mein Brot super gerne in der Kastenform, weil dann ist halt jede Scheibe wie die andere. Ne? Ich habe es ganz leicht ingebuttert und ein bisschen bemehlt, dass das nachher toll aus der Form dann herausflutschen tut. Denn wir haben ja sonst nur Gegenstände, sage ich nur im Teig, die relativ, ja, die kein Fett haben. Und zwar habe ich jetzt Eier drin, 6 Eier. Das ist also ein sehr eiweißlastiges Brot. Dann habe ich auch hier drin 450 Gramm Magerquark. Ich hole immer einfach 500 Gramm Becher von Skia, weil Skia ist ja wahnsinnig proteinreich. Dann wird das Ganze gebacken mit einem Päckchen Backpulver. Das heißt also, ihr braucht auch nicht auf die Uhr zu gucken und noch Hefe gehen zu lassen. Nee, brauche ich nicht. Dann rühren wir das Ganze jetzt erstmal schon mal so ein ganz klein bisschen glatt hier in unserer Schüssel. Und dann kommt noch Haferkleie und normalerweise Weizenkleie dazu. Ich habe aber mich immer schon vor einiger Zeit dazu entschieden, Dinkelkleie zu nehmen. Deswegen sieht man das auch gerade hier so richtig schön auf meine Eidgenosse. Das habe ich mir nämlich hier drauf geklebt. Und was ich vergessen habe, was man jetzt natürlich noch brauche, ist die Waage. Also, dass das Brot natürlich jetzt auch ein bisschen, sag ich mal, noch ein bisschen befüllt wird, kommt jetzt dazu 250 Gramm Haferkleie. Ich tue die mal auf Tara 0 setze. Das bedeutet also, das ist der meiste, das jetzt drin kommt. 250 Gramm. Schütte ich die dann einfach dann gerade mal hier über die Schüttfunktion von unserem Eidgenosse und dann kommen 50 Gramm Dinkelkleie drin. Wichtig, also ihr müsst nicht die Dinkelkleie unbedingt holen, sondern ihr könnt auch, wie ich schon gesagt habe, wenn ihr eher Weizen wollt, aber viele haben ja mittlerweile auch eine Weizenunverträglichkeit, deswegen denke ich, dass Dinkel ganz gut passen wird. So, und dann kommen noch 50 Gramm Dinkelkleie dazu. Die ist ja ganz locker, also da merkt man ja, wenn man schüttet, da wird die Schüssel so voll und die Grammzahl geht gar nicht hoch, aber so, jetzt kommt hier noch 20. So, dann haben wir nämlich auch unsere Dinkelkleie. Und was natürlich nicht fehlen darf am Brot, ist natürlich Salz, denn Salz gibt ja auch immer noch einmal Geschmack. Das heißt, hoppala, hier waren ein paar Salzkörner dazwischen. Hier kommt dann noch ein ganz klein bisschen Salz dran. So, das war es jetzt schon für die Zubereitung von unserem Brot. Ihr seht, ich bin den Dormonat wirklich so, dass ich sage, wenig Zutaten, trotzdem toll gekocht und gesund gekocht und einfach gemacht für einfache Küche. Denn wir haben ja alle da, sage ich immer, genug zu tun. Wir gehen schaffen, wir kommen abends spät hem und wollen trotzdem uns ja noch gesund ernähren. Ihr braucht jetzt lediglich nur hier einen großen Topschaber, der ja auch im Angebot ist, dann eine Rührschüssel dabei. Da werden da bestimmt schon Any daheim haben. Wenn nicht, finden das sicherlich Any im Katalog. Spaß beiseite. Dann du mir das Ganze hier glatt rühre. Ich fülle das in unsere Ultra. Wichtig zur Ultra zu sagen ist, wenn ihr am besten schon den Teig am Rühren sind, tun euch im Hintergrund euer Backofen anmache, denn Ultra soll immer in eine vorgeheizte Backofen kommen, dass die immer schon ins Warme kommen dort. Ach, wenn die aus dem gefrorenen Zustand kommt, ist wirklich so wisse, dass Ultra immer in eine warme Backofen kommt. Die sollte also nie in einem kalten Ofen drin stehen und die Aufwärmphase mitbekommen. Das könnte tödlich für sie sein. Ja, dann kommt das Ganze bei 200 Grad
eine gute Dreiviertelstunde in der Backoverin. Ich backe es mit Deckel. Die letzte 5 Minuten kommt der Deckel runter. Und dann Hanna ein richtig schönes. Und ich kann euch sagen, das ist so wie ein Sattmacherbrot. Das macht durch den Quark und diese Haferkleie, Dinkelkleie, das macht richtig schön satt. Da brauchen wir maximal 2 Scheiben. Also wirklich. Kommt drauf an, was noch für Esser sind. Ich brauche 2 Scheiben. Dann sind wir aber richtig satt. Und das ist ein tolles Brot. Es ist sehr, sehr, wie soll ich sagen, nicht schwer, aber es hat auch richtig leckerer Geschmack. Also man kann es richtig gut essen und man hat nicht großartig das Gefühl, dass man ein Eiweißbrot essen tut, sondern man hat einfach eine gute Schmier. So, ihr Lieben, ich komme gleich noch mit einem letzten Video für euch. Das waren die Rezepte. Ich hoffe, ich konnte euch noch mal richtig viele schöne Zutaten, Rezepte, tolle kreative Idee mit an die Hand geben. Und gleich kommt mein letztes Video für euch. Bis gleich, ihr Lieben. Tschüss.